Sir Hayfield, ein dunkelbrauner, nun 7-jähriger Hengst, Sohn des Sir Donnerhall, aus der Davinia von Davignon I Rohdiamant Konsul. Sir Hayfield erlegte bisher eine Bilderbuch-Dressurkarriere hin. Als Prämienhengst der Münchner Körung 2010 und nach Topnoten im 30-Tage-Test bestätigte er seine Qualität im 70-Tage-Test 2011 und wurde hier Dressursieger und Gesamtreservesieger. 6-jährig dominierte er bereits in Dressurpferdeprüfungen der Klasse M und konnte in Balve seine erste Youngster-M-Dressur für sich entscheiden. Mit seinem stattlichen Exterieur, dem ideal aufgesetzten Hals und dem feinen Gesicht bietet Sir Hayfield eine reizvolle Kombination aus Reitpferdequalität und edler Optik. Wir sehen diesen auffälligen Hengst hier mit seinem vielbeachteten Auftritt anlässlich der Oldenburger Althengstparade im November 2013 in Vechta. Das Pedigree von Sir Hayfield beinhaltet gleich 3 Bundeschampions. Der Vater Sir Donnerhall, nach dem Erfolgsrezept Sandrohit Donnerhall gezogen, konnte den Titel 2006 für sich beanspruchen und wurde außerdem Vize-Weltmeister der 5-jährigen Dressurpferde. Der Muttervater Davignon gewann das Bundeschampionat bereits im Jahr 1992 und ist züchterisch als Sohn des großen Donnerhall bis heute ein Erfolgsgarant. In dritter Generation folgt dann der Bundeschampion der 5-jährigen Dressurpferde des Jahres 1995, Rohdiamant. Im Jahr 2014 steht für den nun 7-jährigen Sir Hayfield der Sprung in die schwere Klasse an. Seine ersten Fohlenjahrgänge wussten ebenfalls auf Anhieb zu gefallen. Bei Fohlenchampionaten stellte er eine Vielzahl von Prämien und Siegerfohlen. Sir Hayfield, ein auffälliger Dressur-Nachwuchshengst auf den Spuren seiner dressurbedeutenden Vorfahren.